Hallo Vicky, wie setze ich im 360-Grad-Rundgang einen Infopunkt? Die Frage kläre ich in diesem Video. Warum machen wir generell 360-Grad-Rundgänge? Für uns ist es ein bewährtes Mittel in der Technik- und Hilfsmittelberatung, Dinge in ihrem Umfeld darzustellen und auch die hersteller- und produktneutrale Beratung sicherzustellen. Ich möchte jetzt diesen Sessel hier verlinken. Den habe ich schon rausgesucht und in die Datenbank eingetragen. Ist der EasySwing. Den habe ich als Aufstehhilfe und als Aufstehsessel klassifiziert. Und mit diesem Wissen gehe ich jetzt in den 360-Grad-Editor. Da habe ich drei Reiter. Wir brauchen jetzt die Hotspots und die Räume. Und im Side-Menü habe ich die Info-Hotspots. Die sind standardmäßig ausgewählt. Ich gehe auf meinen Hauptraum. Da ist der Sessel drin. Klicke mit der linken Maustaste noch hier oben ran. Ich kann auch einfach nur runterscrollen. Und habe jetzt meine Raumansicht und da möchte ich jetzt einen Info-Hotspot auf der Ecke vom Sessel drauf machen. Das heißt, ich klicke hier ran und schreibe einfach Aufstehsessel. Wenn ich mich verschreiben sollte, ist es überhaupt kein Problem. Hier bin ich im Arbeitsmodus und möchte möglichst schnell die Punkte setzen. Dass die Punkte gespeichert werden, klicke ich auf Aktualisieren. Jetzt sind die Punkte hier benannt in der Liste. Ich gehe in den Reiter Räume. Gehe runter in den Hauptraum, klicke da wieder auf den Balken drauf, korrigiere jetzt meinen Rechtschreibfehler oder lasse mir bessere Begriffe einfallen und weise es den Sessel zu. Das war der EasySwing. Den findet er. Mit einem Plus füge ich ihn dazu. Jetzt ist er zugewiesen und ich möchte ihn auch als Lösungsansatz verlinken. Das war ein Aufstehsessel. Mit Aufsteh finde ich zu viel. Also schreibe ich ein bisschen weiter, Aufstehsessel, füge das dazu und klicke jetzt auf Aktualisieren. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann sehe ich den neuen Rundgang, gehe auf den Hauptraum und habe da den Infopunkt. Wenn ich auf den alten Tab wechsle, dann habe ich den Infopunkt natürlich erstmal noch nicht. Da muss ich erstmal den Browser nochmal aktualisieren und habe jetzt auch hier den Infopunkt. Dargestellt wird zum einen das Produkt, dokumentarisch, also wie heißt es, wo finde ich das Ganze. Wenn ich zur Lösung gehe, kriege ich wieder die Informationen von vorher. Oder der Aufstehsessel, also was sind vergleichbare Produkte. So sichern wir die allparteiliche und hersteller- und produktneutrale Beratung, weil jeder Hersteller natürlich kommen kann und sagt, hey, mein Produkt sollte in der gleichen Produktgruppe sein, nehmt das bitte mit auf. Und wir können auch sagen, das ist ein Beispiel, andere können ähnliche Dinge. Das machen wir als kriterienorientierte Entscheidung. Wenn ich zur Lösung gehe, sehe ich auch hier wieder systematisch eben alle verknüpfte Lösungsansätze. Ja, vielleicht brauche ich eher so eine Aufstehhilfe. Dann gehe ich zu der, sehe eine Übersicht von diesen Lösungen und sehe auch auf der Karte andere teilnehmende Musterwohnungen, Technikausstellungen, wo ich so ein Ding auch anfassen und ausprobieren kann. Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.